Wir beginnen mit einer Streckübung. In der Grundstellung schwingen wir die Arme schrägseits hoch und führen sie in vier Zeiten, verbunden mit einer Gesamtstreckung des Körpers, rückwärts und dann auf Kommando 5 und 6 wieder vor. Während des Rückführens der Arme einatmen, beim Vorführen ausatmen. Übung viermal. Achtung, Arme schrägseits hochschwingen. Schwingt. Wir üben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halt! Zweite Übung. Schwunghaftes Rumpf vorbeugen. In der Grundstellung schwingen wir die Arme vorwärts, aufwärts. Dann beginnt die Körperarbeit mit dem schwunghaften Rumpfbeugen auf Kommando 1 und Rumpfstrecken auf und. Beim Beugen aus, beim Strecken einatmen. Übung 8-mal. Achtung, Arme aufwärts schwingen. Schwingt. Wir üben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dritte Übung. Wechselseitiges Rumpfseitbeugen. Das Rumpfseitbeugen erfolgt in der Seitgrätstellung, abwechselnd nach links und rechts. Links 2, 3, rechts 2, 3. Auf links und rechts erfolgt das Seitbeugen, auf 2 und 3 ein doppeltes Nachfedern. Hände gleiten seitwärts am Oberschenkel entlang. Übung nach jeder Seite hin. Viermal. Achtung, in die Seitgrätstellung springen. Springt. Wir üben nach links. 4. Übung. Kniewiegen. Das Kniewiegen erfolgt in der Seitgrätstellung und besteht aus einem wechselseitigen Beugen mit Nachfedern des linken und rechten Beines. Das Kommando lautet links, 2, rechts, 2. Das Beugen erfolgt auf links oder rechts, das Nachfedern auf 2. Übung 8-mal links, 8-mal rechts. Achtung! In die Seitgrätstellung springen. Springt. Wir üben nach links. 2, rechts. 2, links. 2, rechts. 2, links. 2, rechts. 2, links. 2, rechts. 2, links. 2, rechts. Fünfte Übung. Armschlagen. In der Grundstellung kreuzen wir leicht die Arme in Hüfthöhe vor dem Körper, wobei die Handflächen nach oben zeigen und schwingen die Arme dann weit nach schräg rückwärts aufwärts. Das Aufwärtsschwingen erfolgt auf Kommando 1. Auf und werden die Arme wieder vor dem Körper gekreuzt. Übung 8-mal. Achtung! Ausgangsstellung.
Wir üben. Sechste Übung. Arm schwingen. In der Seitgrätstellung schwingen wir die Arme zur Hochhalte und dann in Form einer 8 nach links unten und rück hoch. Dann überleitend nach rechts unten und rück hoch, vor und so weiter. Übung 8 mal. Achtung! Vor Hochschwingen der Arme und in die Seitgrätstellung springen. Springt! Wir üben nach links und rück.